So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen netten Runde Another Brick in the Mall. So. Als allererstes werden wir hier mal ein bisschen noch die Parkplätze ausbauen. Bauen, bauen, bauen. So. Aber so langsam müssen wir mal hier gewinntechnisch mal ein bisschen was reißen. Doch gar keine Straße bauen, ich will einen Kundenparkplatz bauen. So, ich habe mich gerade schon gewundert, ey, warum kann ich denn da jetzt keine... Warum kann ich da jetzt keinen Parkplatz bauen? Aber dabei hatte ich die Straße ausgewählt. Ich schlauer Mensch. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir hier auch direkt nochmal eine Kasse hin. So, ich werd den Laden auch noch mehr wie einen richtigen Laden aufbauen. Also, das ist jetzt erstmal für den Anfang, bastel ich das so. Später, wenn wir, also, werden hier bisschen nach oben noch einen ausbauen und dann werden wir noch vernünftig bauen. Aber jetzt erstmal, um überhaupt das Ganze in Schwung zu bringen, muss es sich so behelfen. So. Dann. Was wollte ich denn jetzt? Mal eben kurz gucken. Restaurants werden noch erforscht. Das ist auf jeden Fall die nächste große Stufe. Da werden wir hier erstmal ein kleines Fastfood-Restaurant hier reinbauen. Das wird sich dementsprechend dann auch vergrößern. Jetzt zwar nicht riesig, also ich werde es wohl erstmal nicht riesig machen, aber ein bisschen größer. So, hier den Dreh. Aber kommen wir doch mal zu ein paar anderen Sachen. Ich stelle erstmal wieder, dass es dann läuft. So, kommen wir doch mal zu ein paar anderen Sachen. Und zwar so ein bisschen die Menüs hier oben. Das ist die Anzeige der Kunden, die zurzeit vor Ort sind. Also aktuell sind 39 Kunden vor Ort. Die Echtzeitkundenzufriedenheit liegt bei 50%. 50% unserer Kunden sind zufrieden, das heißt 50% unserer Kunden sind unzufrieden. Super. So. 46 tägliche Kunden ist bis jetzt unser höchster Schritt. Und 3 Kunden werden nicht wiederkommen. Das ist nicht gut. Also das ist, wenn wir halt über lange Zeit hier ein schlechtes Ergebnis haben, dann bleiben irgendwann die Kunden weg. Logischerweise. Da kann man dann halt natürlich über das Marketing dann natürlich ein bisschen gegensteuern, aber das ist dann natürlich auch teuer. So, Parkplätze haben wir insgesamt 58 aktuell gebaut. Und davon sind 52 belegt, also ganz klarer Fall von Parkplatzmangel. Da wird es nämlich schon wieder eng. So, Warteschlangen sind voll. Und Parkplätze sind rar. Also weiterbauen da unten, weiterbauen. Und wir brauchen echt noch eine Kassenkraft. Ach, da ist noch eine Kassenkraft, gut. Das passt, sehr gut. So. Verkäufe 270, das steigt von Tag zu Tag. Das ist ganz gut. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Wir haben ja massiv gerade an der Personalschraube gedreht. Gewinn. Da haben wir die letzten Tage Gewinn eingefahren. Gestern bisher unseren besten Gewinn mit $731. Ist noch nicht unbedingt der Oberkracher, aber es kommt. Vor allem, wenn wir ein bisschen geforscht haben, wenn wir dann auch teurere Produkte drin haben, die halt netto mehr Geld einbringen.
Dann wird sich das auch dann selbst regeln. Deswegen, ich werde auch wohl als nächstes bisschen in die Richtung gehen, dass ich als nächstes halt als nächstes erstmal die 24-Stunden-Öffnung. Und danach werde ich eine teurere, ich hätte fast gesagt, Produktlinie anbieten. Ja. Als ein teures Sortiment. Das Wort habe ich gesucht. So. Schulden haben wir keine. Weil man kann nämlich auch, wenn man $200 Gewinn erzielt, kann man ein Darlehen aufnehmen. Können wir derzeit nicht, weil wir momentan nicht wirklich viel Gewinn machen. So. Ja, das ist natürlich ganz gewaltig nach unten gegangen, aber gut. Wir haben ja auch die letzten Tage sehr massiv investiert. Das sind aktuell unsere Ziele. Wir brauchen noch genau eine Produktart, um diesen Bonusbelohnung zu kriegen. So, kommen wir zu so etwas hier. Und zwar, hier geht es darum, ja, quasi saisonale Besonderheiten. Zum Beispiel in 3 Tagen und 6 Stunden startet Halloween. Dadurch ist der Bedarf an Süßigkeiten wesentlich erhöht. Und ja, wenn wir halt ein geiler Laden sind, dann erfüllen wir diesen Bedarf. So. Und ja, auch die Jahreszeiten, soweit ich weiß, beeinflussen auch die Jahreszeiten halt das Kaufverhalten der Leute. Ich weiß jetzt aber nicht genau, in welche Richtung sich das genau ändert. So, Statistiken. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen. Finanzen, das hatten wir auch gerade schon. Forschung kennen wir schon. Bedarf müssen wir erst erforschen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Ding. Das werde ich dann relativ zeitnah dann auch erforschen. Das Marketing habe ich selber noch nicht so stark benutzt bisher im Spiel. Aber das werden wir auch zeitnah erforschen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen im Sortiment ein bisschen für Diversifikation sorgen. So, dann setzen wir hier auch noch eine Kasse hin. Wir haben quasi mehr Kassen als Regale. Was ist da los? Warteschlange, Parkplätze, Restaurants. Ja. Und hier gibt es leere Regale. Das gefällt mir nicht. Brauchen wir noch einen Lageristen? Ich glaube ja. Und wir machen Gewinn. Sehr gut. Aber wir brauchen einen Lageristen. Noch einen weiteren. Der sieht doch gut aus. Das ist doch quasi fast ein Träumchen. So. Der gute Mann ist ab morgen da. Der ist fast Steven gesagt. Nein, Stefan Bar. Steven. Geht ja auch Steven, genau. Restaurants, ja, ist in Arbeit, Leute. Wir müssen ja uns erstmal drüber informieren, was für eine gesetzlichen Bestimmungen etc. wir alle so einhalten müssen und auch informieren, was für Geräte wir uns anschaffen müssen und etc. Ich glaube, ein bisschen Bullshit, aber gut. Nein. Oh, Entschuldigung. Ist auf jeden Fall in Arbeit. Schneller geht's nicht. Aktuell nicht. Warteschlangen.
Wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen mehr Personal. So, ich glaube, wir brauchen noch einen Kassierer. Ist zwar nicht gut, noch nicht gut im Kassieren, aber dafür sind die Art Skills hier gut. Sind das Art Skills? Ihr wisst, was ich meine. So. Kassen haben wir in dem Block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das würde ja sogar passen. So, und dann für den Vormittag. Ah, sehr gut. So, 7 Stunden. Sagen, dass er um 7 Uhr anfängt und dann bis 8 Uhr macht. Dann können wir nämlich auch den Laden schon mal früher öffnen. So, zack. No. Okay, ich kann aktuell nur 16 Stunden öffnen. Merkwürdig. Mal normalerweise sagt es ja nur aus, dass ich zwischen 0 und 6 nicht öffnen kann. Aber normalerweise sollte ich von 7 bis 0 öffnen können. Gut. Vielleicht ist es auch gerade ein bisschen buggy. Ich weiß es nicht. Oder ich habe irgendwas nicht mitbedacht. Was. So. Ja, gut. Ja, Bedarf und Marketing zeige ich dann, wenn es dann erforscht ist. Da kriegen wir nichts angezeigt. So. Und ja, dann kommt er natürlich. So. Und der natürlich so. Warteschlangen. Ratten! Oh. Gott sei Dank war das schnell erledigt. So, dann arbeite du mal fleißig. Oh, ein bisschen fast forward hier. Oh, ein bisschen Gas. Warten wir mal, bis das nächste Mal irgendwie. Na, was ist das? Restaurants. Ja, gut, da können wir nichts für. Aktuell können wir da nichts dran machen. Aber das lief doch schon mal ganz fluffig. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was wir an Gewinn gemacht haben. 545, das lässt sich doch angucken.
So. Warum sind denn gestern unsere... Okay. Gut. So. Die Restaurants dürfen langsam fertig werden. Aber das... Oh, was ist das? Ratten! Oh! Ist ja auch immer nachts kommen, wenn ich sowieso dann gerade im Fast Forward bin. Aber wahrscheinlich wieder hier im Lager, ne? Die Schweine. Ne, pardon, Ratten. Die Kundenzufriedenheit geht auf jeden Fall schon mal noch hoch. So, was ist da? Restaurants. So. Das haben wir doch, glaube ich, ganz gut im Griff jetzt. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Junge, rotzen die uns das den Laden leer. Restaurants können wir immer noch nicht sehen. So, da kommt. Da ist ein neues Ereignis. So, Major Smartphone Release. Smartphones, ja, das werden wir nicht mehr schaffen, das bis dahin zu erforschen. Und Christmas Season. Ja, wäre natürlich geil, wenn wir das bis dahin erforscht kriegen. In 7 Tagen und 3 Stunden. Vor allem, weil gerade so der ganze Tech-Kram, der bringt echt Kohle ein. Das wäre schon cool. So. Oh, Warteschlange. Ja, jetzt habe ich gerade selber nicht aufgepasst. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Aber oh, gut. Ratten. Wieder diese Ratten. So. Aber wir können uns dann, glaube ich, da schon wieder Ratten. Da. Diesen Viecher. So. Aber wir können uns, glaube ich, einen zweiten Hausmeister leisten. Dann haben wir das ein Problem, nämlich, glaube ich, dann können wir das zumindest eindämmen. Einen Hausmeister. Ja, die haben alle keinen guten Hausmeister-Skill, deswegen. Jillian würde ich mir ganz gerne finden. Die beiden würde ich mir lieber für einen Kassen Dings zurückhalten. Den Herrn Rodriguez stellen wir doch mal ein. So, er fängt um 22 Uhr an. Schön mit Nachtschichtzulage oder so. Ausmaße kann man nie genug haben. Na doch, wenn sie viel zu teuer werden. So. Na, was ist da? Restaurants. Die sind dabei, immer noch. 60.
Durchschnittliche Vorschrift 13,6 Stunden. Ja, 2 Tage noch. So, gucken wir mal eben kurz hier Elektronikhändler. Das wird wohl, glaube ich, nichts. Zu Weihnachten. Schade, aber nun. Was soll man machen? So, gegen Abend haben wir nochmal bisschen zu viel Dings. So, dann wollen wir doch mal eben kurz gucken. Geschäft gegen 19 Uhr, ja, da geht eine Kassenkraft. Wollen wir doch nochmal einen Kassierer einstellen? Boah. Also, wenn ich die nicht nehme, dann wäre ich ja bescheuert. So. Brauchen wir aber noch eine 8. Kasse. So. So, zack. Und wir bauen hier noch mal ein bisschen. Mit unserem Bauarbeiter ein bisschen was zu tun haben. Wobei ich persönlich glaube, dass wir uns da auch so ein bisschen hier im Vormittag schon ein bisschen arg zuballern. Ich glaube, ich stelle auch nochmal eine Kassenkraft für den Vormittag ein. Ja, gut. Dann nehmen wir doch mal dich. Die auf Halbtag ein. So und dann nehmen wir dich, stellen wir auch auf. So, damit sollten wir dem Ganzen Herr werden, denke ich, hoffe ich. 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Hoffe ich doch zumindest. Wird dann natürlich jetzt ein bisschen in Vorleistung gehen, aber gut, ist dann halt so. Ah, was haben wir denn da? 5000 Gesamtverkäufe, sehr schick. Zufriedene Kunden, sehr schön. Ist noch nicht ein einziger, der morgen nie wiederkommt, das ist toll.
Toll, 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 toll. Können wir es tatsächlich halten? Das wäre natürlich grandios. Oh, das Lüb. Leute. Ah, 2 Sekunden. Schade. Da abends läuft es irgendwie nicht so ganz. Schade. Aber wir sind auf jeden Fall im Plus. Das ist schon mal wichtig. Wir sind auf jeden Fall schon mal im Plus. Das ist sehr gut. Und es läuft. Wir haben halt wenig und inzwischen wenig unzufriedene Kunden. Ja, ich glaube, es liegt jetzt auch tatsächlich an der Jahreszeit. Die Restaurants sind fertig. So, dann wollen wir doch. Machen wir jetzt erst die Nachtschicht oder machen wir erst die Nachtschicht? Wir schaffen es eh nicht. Bis Weihnachten schaffen wir es eh nicht. 4 Tage. So. Wir doch mal 13, also rechnen wir jetzt mal 14 Arbeitsstunden. 28, nee, das haut nicht hin, also machen wir eine Nachtschicht. Wir schaffen es eh nicht und dann können wir auch die Schicht nehmen, die. Na, das Forschungsprojekt, was uns auch wirklich was bringt. Jetzt mache ich Fast Forward und dabei will ich hier das Restaurant bauen. So, Bestelltheke. So, zack und zack. Dann wollen wir. So, und ein Kochbereich. Bisschen auf eng gebaut da hinten, aber ist halt so. So, verwalten. Ach, wir müssen erstmal zuweisen. Fastfood-Restaurant. So. So, dann wollen wir mal verwalten. Hartwurst-Restaurant, Fastfood-Restaurant, so. Lagerist. Bringen wir ihn ein. Dann einen Koch. Oh, Milz. Wollte ich doch gar nicht. Will. Ah, 9.
9 Uhr langt auch erstmal. Passierer einstellen. Lagerist haben wir, einen Koch haben wir, brauchen wir noch einen zweiten Kassenkraft. Dann nehmen wir dich. So, machen wir so. Erstmal. So, machen wir das so und so. Ja gut, so gefällt mir das. Natürlich brauchen wir dann auch noch einen zweiten Koch. Und nehmen wir doch mal direkt einmal ihn hier. So. Ich glaube, dann hab. Ah, wir müssen das Lager zuweisen. Lager zuweisen, zack. Fertig. Ist der Lachs. Also, das kann auch losgehen. So, wir sind jetzt aber auch schon über eine halbe Stunde. Deswegen würde ich mal sagen, die große Eröffnung verschieben wir dann mal auf die nächste Folge. Also sage ich mal, bis denne. Tschüss.